zu atmen. Und das ist hier unser Edelstahlkeller. Er ist hochmodern. Hier werden die Moste werden auch gekühlt, vergoren. Es wird computergesteuert, so dass man immer eine optimale Temperatur hat bei der Vergärung. Das ist wichtig, dass also nicht zu viel Aromen verkocht werden, weil durch die Gärung entsteht ja Wärme und da wird also dann schnell auch ein Aroma verkocht. Das ist auch immer wichtig, dass sie eine gewisse Temperatur haben, wo die also nicht zu warm werden, dass das Aroma rausgeht. Wie viele Tanks in der Größe stehen jetzt hier? Circa 160. 160? Ja. Und wie viele Liter passen in so einen Tank rein? Das ist verschieden. Also wir haben hier zum Beispiel 20.000 Liter Tanks, wir haben auch 10.000 Liter Tanks, wir haben 6.000 Liter Tanks, wir haben 50.000 Liter Tanks. Das ist also total verschieden, weil das Gebäude auch unterschiedlich von der Höhe ist. Das ist ja hier komplett unter der Erde, oben drüber ist ein Weinberg. Ne? Und daher hat man auch hier ein ganz besonderes Klima. Ne? Hier braucht man also keine Klimaanlage nicht unbedingt, weil es einfach hier unter der Erde ist und dadurch das perfekte Klima. Mhm. Wir arbeiten auch mit Barrique-Fässer, aber wir haben auch hier gleich nochmal einen Holzfasskeller. Hier hinten ist auch nochmal ein Edelstahlkeller. Herr Seifert, eine Frage noch, als vor ein paar Jahren der Steinberg neu eröffnet worden ist, war vorher hier gar nichts drunter oder ist das neu nur renoviert? Gar nichts. Da waren nur Weinberge, das wurde dann ausgekoffert, hier gegenüber gibt es einen Weinberg, der heißt Honigberg und dieser Weinberg, der hat ca. 3 Hektar und diese komplette Erde von diesem großen Bau hier, die wurde hier auf dem Weinberg aufgebracht. Das war auch notwendig, weil der Weinberg, der hatte eine wahnsinnige Senke gehabt und den hat man damit gerade gemacht und das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Wir haben jetzt den Honigberg, halt Steinbergerde. So, das ist unser Holzfasskeller. Früher hat man ja die Weine fast nur im Holzfass ausgebaut. Eine Zeit lang hat man dann sehr viel umgestellt auf Edelstahl, weil man gesagt hat, man will die Weine sehr frisch haben. Heute kommt man wieder zurück und tut die Spitzenweine im Holzfass ausbauen, weil das Holz atmet und dadurch oxidieren die Weine ganz leicht und bekommen auch ein etwas anderes Aroma und vor allen Dingen die Haltbarkeit ist viel, viel länger. Ne? Und das ist das Interessante. Das heißt also, wichtig ist immer, dass man diese Holzfässer gut pflegt, dass das Holzfass immer voll ist. Man muss also wirklich jede Woche das Holzfass auffüllen, weil das Holz verdunstet sehr, sehr viel Feuchtigkeit. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es immer voll ist. Und dann entstehen hier hervorragende Weine, die also eine Cremigkeit haben, die auch dann, ich sag mal, nach 10, 15, 20 Jahren immer noch sehr, sehr gut schmecken. Ne? Und man hat also gemerkt, dass in Edelstahltanks Weine zwar sehr fruchtig sind, und 1, 2, 3 Jahre sehr präsent sind, aber dann auch mal abfallen können. Ne? Deshalb sind hochwertigere Weine, die man auch mal länger aufhebt und auch mal im reiferen Jahr trinkt, sind diese Holzfassweine einfach viel, viel besser. Ne? Man sieht also hier diese älteren Holzfässer, das sind teilweise noch Fässer von der Küferei von Kloster Eberbach. Da sind Fässer dabei, die sind aus den 60er Jahren. Hier haben wir lauter neue Fässer, sieht hervorragend aus, ist deutsche Eiche und die Größen sind meistens Stückfässer, also 1200 Liter, die großen sind 2400 Liter. Es gibt natürlich auch Barrique-Fässer, das sind also diese kleinen 225 Liter Fässer, also wenn wir zum Beispiel jetzt einen Rotwein oder einen Cabernet Sauvignon haben wir mittlerweile auch in unserer Liste. Oder auch Chardonnay, das kann man schön in einem kleineren Fass, in einem Barrique-Fass ausbauen. Die liegen dann manchmal auch bis zu 16 Monaten in so einem Fass. Hier der Weißwein, auch der Wiesbadener Neroberg, haben wir in solchen Fässern rund 3, 4 Monate. Dann, die werden auch hier drin vergoren, dann kommen sie raus und das gibt dann eine tolle Sache. Ja.